Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance. Wir sind wieder mal unterwegs in der Geschichte der Schweiz, Zweiter Weltkrieg. Und so sieht unser Umfeld aus. Ich werde noch nicht verraten, wo wir genau sind, denn wir brauchen zuerst eine Einführungsgeschichte. Viel Spaß! Der Winter hat in die Friburger Alpen einen Flugplatz gezaubert, den zugefrorenen Schwarzsee. Hier trafen sich die Sportflieger zu einem Rally, das gleich mit einer Ziellandeprüfung begann. Der Schwarzsee. Ein Name, der in der deutschsprachigen Welt viel Verwendung findet. Während die Deutschen insgesamt 3 Seen mit diesem Namen besitzen, können die Österreicher mit 7 aufwarten. Doch wer es richtig übertreibt, sind die Schweizer. In der Gegend des Schwarzsees begegnen wir einer munteren Wandergruppe. Es sind Mädchen von Auslandschweizern, die auf einer 14-tägigen Ferienwanderung die Schönheiten ihrer Heimat entdecken wollen. Es sind 9. 9 Seen in der Schweiz besitzen den Namen Schwarzsee. Ich gehe davon aus, dass es mit der Farbe zu tun hat. Bei diesem hier, inmitten der Freiburger Voralpen, ist es zumindest so. Er ist schwarz. Nicht, weil er so tief wäre, denn mehr als 10 Meter hat er nicht aufzuweisen. Nein, er ist schwarz, so die Sage, weil ein Riese namens Gargantua seine Füße darin waschen musste und somit den See verschmutzte. Während dem Zweiten Weltkrieg fürchteten sich die Eidgenossen vor einem anderen Riesen. Man rechnete damit, dass er vom Norden her hier beim See durchkommen würde. Nicht um seine Füße zu waschen, sondern um von hier über den Euschelspass in das Reduy zu gelangen. Wir können also davon ausgehen, dass wir auf diesem Pass auf einer Höhe von fast 1600 Meter über dem Meer Spuren einer großen Festung finden würden. Ein Beleg dafür ist eine Aussage, die der Generalstab im Jahre 1944 formulierte. Zitat: Die Werke auf dem Euschels gehören zum Besten, was im Raum der 1. Division gebaut wurde. Das wollen wir mal sehen. Also, herzlich willkommen. Wir tauchen ab in die dunklen Gewässer der Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Ich begrüße euch zum neuen Made by Chance. Um mit einem Fahrzeug auf dem Euschelspass gelangen zu können, wählen wir nicht diese Route aus, die der Riese aus dem Norden vom Schwarzsee genommen hätte. Wir nehmen diese Route, welche die Schweizer Festungssoldaten genommen haben, von Süden her über die alte und ehrwürdige Ortschaft Jaun. Wir gehen jetzt hier zu den Wasserfällen. Tschüss.
Die älteste Erwähnung dieser Ortschaft in einem Dokument stammt immerhin aus dem Jahre 1397. Es gibt Historiker, die den Namen Jaun auf den keltischen Flussnamen Jagonia zurückführen wollen, was übersetzt so viel wie «die Kalte» bedeutet. Der Jaunbach ist wirklich sehr erfrischend. Wenn die Soldaten während dem Zweiten Weltkrieg über die Militärstraße nach oben gelangen wollten, marschierten sie bei der Ruine der Burg Bellegarde vorbei. Auch diese erzählt eine Geschichte eines Krieges. Sie wurde im Jahre 1407 von den Berner zerstört. Wie sah es damals mit den Eidgenossen in den 30er Jahren aus, als sich am Horizont immer mehr Zeichen für einen Krieg zeigten? Meine teure Heimat, dem Deutschen Reich, Bühne zu geben! Hitler hatte nicht nur Österreich in sein Drittes Reich einverleibt, sondern auch die sogenannte Resttschechei und das von den Alliierten aufgegebene Sudetenland. Die Antwort der Schweizer finden wir heute in einem Kinofilm, der seine Premiere 3 Monate vor dem Krieg hatte. Hermann Hallers Wehrhafte Schweiz aus dem Jahre 1939. Ein typisches Kind der sogenannten geistigen Landesverteidigung, denn der Produzent war niemand anders als das eidgenössische Militärdepartement. Ich zeige Ihnen alles im Rahmen von einer Manöverübung. Bitte Licht ausdrehen. Der Film ist wirklich sehr sehenswert, weil er aufgrund seiner damaligen Beliebtheit einen kleinen Einblick in die Volksseele schenkt. Du Vater, haben eigentlich alle mal ein Gewehr daheim? Nein, nur die Schweizer. Ja, ja, ich sehe es aber jeden Abend, wenn er sich aufs Militär freut. Ich wäre der korrekte Schweizer, wenn es anders wäre. Du Vater, warum musst du eigentlich jeden Sonntag schiessen? Hast du es noch nicht gut genug? Müssen? Ich muss nicht. Ein Schweizer muss nicht. Tut seine Sache freiwillig. Er will. Aber vielleicht sind wir gerade darum verschont geblieben, weil uns der Geist von unserer Väter lebendig ist, wo sich vor Urrecht tönt, nie aber beugt hat. Wo nicht nur eine Wehrpflicht, sondern auch ein Wehrrecht kann. Die Botschaft des Filmes ist einfach. Wir Schweizer sind alle wehrbereit. Sind wir also so weit, dass wir alle unsere Waffen können in der Schweiz selber fabrizieren? General Henri Guizot sagte Folgendes. Der Film «Wehrhafte Schweiz» zeigt, dass nicht unsere Soldaten an ihrem Posten stehen, sondern auch die nicht eingezogenen Männer, aber auch unsere Frauen und Jugend. Er zeigt, dass alle ihr Bestes für das Vaterland geben. Auch wenn die Soldaten der Euschelsfestung bei einem Marsch auf dem Pass ihr Bestes gaben, benötigten sie für ihr Material eine 2,5 Kilometer lange Seilbahn. Diese führte von Jaun direkt in die Festung. Das hier war mal die Talstation. Wo die Bahn früher durchging, finden wir noch heute diese seltsamen Objekte. Es sind die alten Lawinenschutzmauern für die Seilbahnmasten. Hier dringen wir in ein Gebiet ein, das während dem Zweiten Weltkrieg eine streng bewachte militärische Zone war. Und Sie sehen, wer uns hier erwartet.
bei der Bergstation von der Seilbahn, nämlich Lorenz. Von der Bergstation der Bahn finden wir heute nur noch ein zugemauertes Bauwerk. Es handelt sich dabei um den Kommandobunker der Euschelsfestung mit dem Namen Gaston 1. Nach langem Recherchieren, nach langem Bitten und Betteln habe ich dieses Zauberding erhalten, für in diese Anlage reinzukommen. Es ist sehr, sehr aufwendig und schwierig gewesen, den Bund und das VBS zu überzeugen, dass sie uns den Einlass gewähren für diese Anlage. Und doch, wir sehen, dass wir die Schlüssel erhielten vom zuständigen Mann, der zu dieser Anlage schauen muss. Das Bauwerk diente als Durchgang für das Personal, also die Soldaten, für das Material, aber auch für die Dienstanweisungen. Das hier war die Kommandozentrale für diese Kampfstände, die sich aber außerhalb dieser Räume befanden. Das Einzige, was hier nach Kampf anmutet, das sind die Scharten der Nahverteidigung. Es gibt insgesamt 3 Stück für das leichte Maschinengewehr. Da die Dokumente über diese Anlage verschollen sind, können wir über die Größe der Mannschaft nur mutmaßen. Eines aber ist klar. Wenn schon allein das Nervenzentrum der Festung so viele Räume in diesen Dimensionen aufweist, muss das Kampfwerk eine beträchtliche Größe aufweisen. Wir machen uns also auf den Weg, um dieses Kampfwerk zu finden. Wir finden die ersten Spuren in nördlicher Richtung, einem halben Kilometer weiter vom Kommandobunker entfernt. Und auf der anderen Seite des Passscheitels. Er ist in einem gewaltigen Felshügel gesprengt, der keinen Namen trägt. Leider finden wir keinen Zugang, denn die Anlage wurde schon vor vielen Jahren mit großem Aufwand mit Spritzbeton zugemauert. Lorenz ist fassungslos. Das Einzige, was wir in diesem Film zeigen können, sind die Umrisse und der Umfang der Kampfanlage. Gaston 2B war ein Artilleriewerk mit 2 x 7,5 cm Festungskanonen. Also hier könnt ihr sehen, wie man eine 10,5 cm Kanone kontrolliert.
Offensichtlich dienten diese Kanonen zur Unterstützung der 9 Kilometer entfernten und 600 Meter tiefer liegenden Sperrstelle in Zollhaus. Die Geologie dieser Gegend bietet sich dazu durch die enge Stelle an. Dieser Bunker, der an der Bedrohung aus dem Norden erinnert, ist noch der einzige im Dorf. Aber wieder zurück auf den Euschels Pass. Für die Nahverteidigung besaß das Werk hier 4 Maschinengewehre. Aber nicht diese klassischen, sondern diese sogenannten leichten Maschinengewehre. Was ist ein leichtes Maschinengewehr? Um diese Frage beantworten zu können, grabe ich wieder einmal alten Kram aus. Der Schweizerische Armeefilmdienst erstellte während dem Zweiten Weltkrieg seine sogenannten Kurzberichte. Es sind bestimmte Dokumentationen über bestimmte Waffengattungen. Hier über den Büchsenmacher. Das leichte Maschinengewehr 25 war das erste von einem Mann tragbare Maschinengewehr der Schweizer Armee. Es war viel leichter als das große wassergekühlte Maschinengewehr 11. In der Herstellung aber deutlich aufwendiger und dadurch auch teurer. In gewisser Weise war diese Nahverteidigung eine richtige Luxusausführung. Ein taktisches Prinzip des Bunkerbaus der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg war das Prinzip von Werk und Gegenwerk. Diese wurden so angelegt, dass sie sich bei einer Annäherung eines Feindes gegenseitig schützen konnten. Das Hauptwerk der Euschels Festung besitzt gleich 2 solche Gegenwerke. Ob dies der Grund für die Begeisterung des Generalstabes für diese Anlage war, wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, sind die Namen dieser Werke. Im Osten Gasto 2a und im Westen Gasto 2c. Beide sind Infanteriewerke. Die Scharte für das standardmäßige wassergekühlte Maschinengewehr 11 ist klar auszumachen. Dieser Kurzbericht des Schweizer Armeefilmdienstes stammt aus dem Jahr 1929 und wurde damals noch als Stummfilm produziert. Das MG-11 war ursprünglich ein Produkt aus der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik. Als aber im Jahre 1915 bestimmte Lieferungen dieser Waffe ausblieben, fingen die Schweizer an, sie selber zu bauen, und zwar im vollen Umfang. Über 10'000 Stück wurden in der Waffenfabrik Bern produziert. Viele davon wurden in Festungen verbaut. Die maximale Schussweite betrug immerhin etwas über 2,5 Kilometer. Die Vorstellung, dass man mit dieser Waffe
hier auf sogenannte weiche Ziele geschossen hätte, ja, auf Menschen geschossen hätte, wirkt schon ein bisschen verstörend hier in dieser wunderschönen Gegend. Am Südhang des Festungshügels befindet sich eine Konstruktion, die wir in dieser Ausführung noch nie gesehen haben. Was wir hier sehen, ist ein großer Regenwasserauffangtrichter, der das Wasser in das Innere der Anlage zu den Wassertanks leitet. Jetzt will ich Ihnen in einem kurzen Film ein paar Bilder von unserer Armee zeigen. Schon bevor sich der Begriff Blitzkrieg richtig etablieren konnte, war der deutsche Panzer das große Schreckgespenst der Strategen. Zumindest aus der Sicht der Schweizer. Davon zeugen noch heute all diese Sperrstellen aus dem Zweiten Weltkrieg, die alle auch gegen Panzer angelegt wurden. Dies ist der Grund, warum man in den meisten Bunkern auch einen Kampfstand vorfindet, in welchem eine fest installierte Panzerkanone installiert war. Als Beispiel hier in diesem Bunker der Sperrstelle Zollhaus. Die Panzerabwehr, die hier eingerichtet wurde, ist aber eher exotisch. Die Waffe, die auf dieser Seite und auf dieser Seite ist, nennt man Tankbüchse. Was um Himmels Willen ist eine Tankbüchse? Bei feldmäßigen Schießübungen macht sich der Büchsenmacher mit dem Stellungsbezug und der Verwendung der verschiedenen Waffen vertraut. Aus meiner Sicht eine der seltsamsten Waffen, welche die Schweizer Armee in ihrem Arsenal vorzuweisen hatte. Auf ihren Transporträdern wirkt sie wie eine zu klein geratene Kanone. Sie aber als Gewehr zu bezeichnen, scheint auch etwas unpassend zu sein. Technisch gesehen handelt es sich hier aber tatsächlich um ein schweres, großkalibriges Gewehr, das mit besonders starker Treibladung panzerbrechende Geschosse verschießen kann. Eben, eine Tankbüchse. Hergestellt in Bern. Es wurden etwas weniger als 4000 Stück davon produziert. Natürlich regen diese alten Überbleibsel aus einer total anderen Zeit die eigene Fantasie an. Wie hätte sich hier oben eine Schlacht abgespielt, wenn der Riese aus dem Norden tatsächlich vom Schwarzen heraufgeschritten wäre? Wie tapfer hätten sich unsere Festungssoldaten geschlagen? Wir wissen es nicht. Der Schwarze. Auch wenn sein dunkles Wasser nicht überall in die Tiefe blicken lässt, erzählte doch diese Geschichten von den zwei Riesen, die in dieser Gegend ihr Unwesen trieben. Da war der eine Riese, der Gargantua hieß und durch die Reinigung seiner Füße den See verdunkelte. Und da war noch der andere aus dem Norden, der nicht nur den See verdunkelte, sondern einen schweren Schatten auf die ganze Gegend legte und den Menschen Angst machte. Zum großen Glück trugen ihm dann aber seine Füße nie bis hierher. Ob er sich vorstellen konnte, dass er nicht gerade freundlich empfangen würde? Die beiden Riesen sind verschwunden. Der schwere Schatten hat sich verzogen. Doch was bleibt, das sind die dunklen Wasser des Schwarzsees.
Um mit dem ersten Schuss ins Ziel treffen zu können, muss die Waffe eingeschossen sein. Die Schießfertigkeit des Waffenpersonals wird auf ein Maximum gesteigert. Die Regulierung der Richtinstrumente gehört mit zu den wichtigen Aufgaben des Büchsenmachers. Moderne Fliegerabwehrgeschütze und deren Richtgeräte müssen beim Einsatz besonders großen Anforderungen standhalten und dementsprechend gut unterhalten werden.